Dritter Teil. Eine Revolution der Mütter. Marie. In Buenos Aires zogen 1977 14 Frauen gemeinsam von einem Regierungsamt zum nächsten. Sie hatten Fotografien von ihren Kindern dabei. Heftig schlugen sie an die Türen. Wo sind unsere Kinder? Wo sind unsere Babys? Sagt uns nur, wo sie sind. Wir wissen nicht, ob sie frieren oder hungern. Sie wurden uns lebend fortgenommen. Wir wollen sie lebend zurück. Als sie keine Antwort erhielten, gerieten sie in Verzweiflung und inszenierten einen furchtlosen Akt des Widerstands. Obwohl die Militärregierung öffentliche Versammlungen verboten hatte, bildeten sie auf dem größten Platz der Stadt, der Plaza de Mayo, einen kleinen Kreis. Mit weißen Tüchern, auf die sie die Namen ihrer Kinder geschrieben hatten, versammelten sie sich jeden Donnerstag und gingen immer im Kreis herum. Sie trugen Schilder mit den Namen und Bildern von ihren Kindern. Andere Mütter, deren Kinder verschwunden waren, kamen und schauten zu. Das erste Mal setzte ich mich auf die Plaza und sah ihnen zu, erzählt eine Mutter. Beim zweiten Mal kam noch eine Frau und setzte sich zu mir. Schließlich standen wir beide auf und stellten uns in den Kreis. Die ganze Zeit über verschwanden aus Häusern und von Straßen immer noch junge Leute. Bei jedem Verschwinden, jedem Bericht von Folterung oder Tod verstummten die Menschen und ließen in ihrem Widerstand gegen die Unterdrückung nach. Freunde hatten Angst, eine Familie zu besuchen, aus der ein Angehöriger verschwunden war. Das Land war wieder gelähmt und stumm vor Angst. Alle, außer den Müttern, die jeden Donnerstag marschierten. Ganz allmählich wurden diejenigen, die nur zugesehen und die Mütter, diese verrückten Frauen von der Plaza de Mayo genannt hatten, von deren Mut angesteckt. Die Zahl der Frauen mit den Namen und Fotografien der Verschwundenen stieg von 14 auf 1000 und ihr wöchentlicher Marsch erregte weltweite Aufmerksamkeit. Die Frauen waren sich der Macht des Widerstands bewusst geworden. Sie wollten sich nicht opfern, sondern dem, was geschah, einen Namen geben. Sie beanspruchten die Macht, die Öffentlichkeit auf eine unausgesprochene, aber verbreitete Lüge aufmerksam zu machen, indem sie die Wahrheit aussprachen. Sie riskierten alles, aber sie konnten nicht länger schweigen. Sie bezogen Stellung für ihre Kinder und so auch für sich selbst. Überall in der Welt gibt es Geschichten von Frauen, die sich für ihre Kinder geopfert haben. Der Alltag von Frauen war oft eine einzige Serie von Opfern, wenn nicht gar Selbstbetrug. Doch die argentinischen Frauen fanden heraus, dass sie durch den Widerstand gegen das Unrecht an ihren Kindern in sich selbst eine Stimme entdeckten, die sie vorher nicht gekannt hatten, und dass sie mit dieser Stimme auch Macht wiedergewannen. Und mit dieser Macht vereinigten sie sich mit ihren Kindern zum Wohle aller. Mitte der 80er Jahre hörte ich von den Madres, wie die verrückten Frauen der Plaza de Mayo genannt wurden. Das Bild dieser im Kreis marschierenden Frauen berührte mich als Mutter tief im Innersten. Ihre mutige Wache rief mir die Jahre der Sorge um die Sicherheit meiner eigenen Kinder, besonders meiner Töchter, in Erinnerung. Durch die Madres erinnerte ich mich daran, wie wir zornig vor die Schulen und zu politischen Versammlungen marschiert waren, um uns gegen Diskriminierung oder mangelnde Sensibilität zu wehren und wie hilflos ich mich gefühlt hatte, weil ich meine Kinder nicht wirkungsvoll vor den Gefahren der Straße beschützen oder dafür sorgen konnte, dass ihr Leben einmal leichter sein würde. In den 70er Jahren waren meine politischen Freunde und ich in Lager gespalten. Wir werden nicht ernst genommen, wenn wir uns nur für uns persönlich und unsere Kinder einsetzen, argumentierte das eine Lager. Das sind aber die einzigen Probleme, bei denen man uns für zuständig hält, und außerdem sind es wichtige Dinge, entgegnete das andere Lager. Wir diskutierten eine Frage, die für Frauen immer noch schwierig zu entscheiden ist. Wenn wir als Frauen sprechen, die sich um ihre Kinder und Familien sorgen, werden wir denn nicht ernst genommen? Wenn wir als Frauen sprechen, die sich um andere Angelegenheiten kümmern, werden wir, wie die Senatorin Patty Murray, als Mama in Tennisschuhen abqualifiziert? Doch die Fragestellung ist falsch. Die richtigen Fragen lauten: Wen betrachten wir als Familie und wie werden diese verschiedenen Familien unterstützt? Wie weiten wir die Verantwortung für die Kindererziehung auf die Gemeinschaft aus? Wie schaffen wir Gemeinschaften, in denen alle Menschen zu ihrem Recht kommen? Es ist Zeit, dass wir diese Fragen, die lange als Privatsache von Frauen betrachtet wurden, in die öffentlichen Plazas des Patriarchats tragen. Es ist Zeit, zu Müttern eine Revolution zu werden, die sich mit der Wahrheit über weibliches Leben beschäftigen.
Wir können nicht warten, bis eine weitere Generation von Mädchen in eine Gesellschaft verschwindet, die sie nicht als eigenständige Personen willkommen heißt. Die Kapitel 9 und 10 befassen sich mit dieser Revolution.